Also, ich laufe den Berg hoch. Und vor dem Stall. Okay, ich werde sicher den Stall nicht sehen, wie ich mich kenne. Hier ist ein Stall, oder? Ja. Vor dem Stall links abbiegen. Warte. Hier. Reisender. Dorfbewohner. Was? Weiter hoch. Ach so. Aber das ist doch ein Stall. Okay. Handelsaufsicht. 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 Ach so heißt es. Ich dachte Händler einfach nur. Die Händler-Gildexian ist übergeschnappt. Sie zahlt nicht einmal die Straßengebühren, die alle Händler in Heidel einrichten müssen, entrichten müssen. Einrichten. Wenn der Wagen nicht kommt, haben wir nichts zu tun. Was führt euch also hierher? Handel führt mich hierher. Ja, den blöden Fisch will ich jetzt auch bitte endlich loswerden. Ja, danke. So, und dann noch die Münzen. Okay, Hauptsache weg damit. Ich habe eh so viel Geld. Was soll ich damit? Also ich habe bisher in dem Spiel noch nicht gesehen, wofür ich überhaupt das ganze Geld brauche, das ich so habe. Und jetzt können wir zu den kämpfenden Kultisten gehen. Was sich übrigens sehr witzig anhört. Kämpfende Kultisten. So, ich will hier raus aus der Stadt. Die ist so übervoll. Also ich werde mir ganz sicher hier kein Haus zum Wohnen holen. Ich werde mir das irgendwo in irgendeiner Stadt, wo es ruhiger ist. Vielleicht, wo es auch schneit. Vielleicht gibt es ja einen Ort, wo es immer schneit. Oh, das wäre schön. Das passt ja dann auch zu mir, ne? So Shiva und so. Immer schön Schnee. Ah. So. Dann schau mal in den Markt. Da weißt du, wofür du das Silber brauchst. Ach so. Aber bis jetzt bin ich ja ganz glücklich mit meiner Ausrüstung. Ich hätte nur gerne eine, die ein bisschen hübscher ist. Ich würde auch ganz gerne den Charakter noch mal ein bisschen umgestalten. Die Haare finde ich jetzt auch nicht so toll eigentlich, wie ich sie da jetzt habe. Das würde ich gerne noch mal alles ein bisschen ändern. Also ich habe echt schon lang keinen Darjeeling mehr getrunken. Finde ich gerade sehr, sehr lecker. Hast doch eine Kostümkiste. Eine Kostümkiste? Da war was, ja. War das das? Aber das ist nicht... Also das hält ja nur 7 Tage, ne? Das ist immer blöd. Dann habe ich ja nur 7 Tage was anderes. Egal. Wo ist die Kostümkiste? Ich hab doch ein... Ah! Nee. Was sind denn das für blöde Schuhe? Die sind ja voll schlecht. Wieso habe ich die denn? Ah, kann in meinem aktuellen Zustand nicht verwendet werden. Warte kurz. Aha. Beschwörungsrolle. Beschwörungsrolle? Was? Okay. Hurry up! Hurry up!
ein Schmuckknoten. Wenn ihr diesen Gegenstand anlegt, könnt ihr ihn nicht mehr am Marktplatz registrieren oder ins Lager verschieben. Okay. Hübsch aus. Kenne ich das jetzt für immer? Nee, für 7 Tage. Ich glaube, das Outfit hatte ich schon mal. Ganz am Anfang mal. Und dann war es halt irgendwie auf einmal weg. Jetzt habe ich es wieder. Ist ja lustig. Hä? Wieso geht das nur so? Egal. Ach, ich habe nur einen Trank genommen. Ziel kann aus der Ferne gesehen werden. Aha. Okay. Sieht auf jeden Fall ganz fesch aus. Ja, fesch. Super fesch. Wir können weiterlaufen. Jetzt, wo wir so hübsch aussehen. Mach das nicht. Nicht den Boss rufen. Na gut. Ich mag mein Outfit. Laazien ist mein Standard-Outfit. Das hattest du, als du mit dem Glaub Bowman, was, zusammen angefangen hast. Wer ist Bowman? Meinst du den Fletcher? Als ich noch mit dem Fletcher gespielt habe. Der Bowman. Eine Freundschaftsanfrage hast du geschickt. Luise, ja. Wenn ich weiß, wer ihr seid, dann nehme ich euch auch gerne an. Aber die Leute hier sagen mir halt alle nichts. Deswegen, ne? Hatte deinen Stream gesehen, als du angefangen hast, hab mir seinen Namen nicht gemerkt. Ach so, deswegen Bowman. Sehr gut. Der Fletcher war das, ja. Der hat dann irgendwann komplett aufgehört. Der hat keine Zeit mehr. Was, du stehst da auch dabei? Was? Nein. Goal Army, Zenzetsu, Maya Shadow Army, Fuchs und Goldflamme. Du stehst da nicht dabei, Black Assassina. Also, das hätte ich ja wohl gesehen. Hier nirgendwo stehst du da. Nun? Ach, Shadow Army heißt du im... Oh! Ja, aber das kannst du ja nicht von mir erwarten, dass ich das weiß. Das kannst du wirklich nicht von mir erwarten. Ich würde dir nachher auch eine schicken. Mein Name ist Sarah Kensington. Okay, ich versuche es mir zu merken. Sarah Kensington. Schau mal auf meinen Namen im Game. Ja, 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 bla bla. Habe ich schon gemacht. Ich bin hier weit voraus. Furchtbar. Wieso kann man nicht überall gleich heißen? Ich bin immer Black oder Shadow. Ja, siehst du? Und Shadow kannte ich nicht. Also wirklich. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Ja? Meinen richtigen Namen und meinen Nicknamen muss ich mir ja merken. Es reicht. Es reicht an Namen. Kann man sich eigentlich seinen Begleiter... ich sehe den ja hier oben. Also nicht Begleiter, sondern das Reittier. Das kann ich doch sicher irgendwie rufen, oder? Dann müsste ich doch schneller sein. Ah, aha, aha. Da kommt was. Nee, das ist nicht mein. Das ist irgendein Mensch. Das ist nicht mein Reittier. Ich weiß nicht, ob es kommt. Aber schaut euch mal Sidi an. Ach Gott, ist das putzig. Aber echt, das ist schon so ein kleiner Chocobo, ne? Ich wollte ja auch immer Final Fantasy Online spielen. Ist irgendwie nicht da.
Hat nicht geklappt. Aber irgendwie muss ich schon sagen, mit den Folgekosten im Monat, das ist halt nicht so meins. Also, da würde ich mich so krass binden und dann müsste ich das halt auch wirklich sicher sein, dass ich dieses Spiel dann auch wirklich eine lange Zeit spielen will. Das schneit schon wieder. Das ist halt schon sowas. Und Black Assassina, Black Desert? Oh Gott. Black Assassina, schau. So bin ich schon durcheinander mit den ganzen Namen. Black Desert ist halt ohne Folgekosten. Black Assassina anscheinend auch. Dein Pferd ist zu weit weg. Ah. Dein Pferd ist irgendwo im Nirgendwo. Du läufst immer noch falsch. Nein, ich laufe nicht falsch. Da, ich laufe dieser Linie hinterher. Und das ist halt... Das war halt schon dadurch irgendwie einstiegsfreundlicher für mich. Weil ich halt wusste, ich kann das einfach so spielen, wie ich Bock habe. Und musste jetzt nicht irgendwie noch Sachen zahlen und so. Und es ist auch kein Win-to-Pay, dass ich dann im Spiel mir Sachen kaufen muss, damit es irgendwie überhaupt funktioniert. Mein Pferd könnte gut so weit weg sein. Ich weiß aber nicht, wo... Black Assassin zahlt sogar für die Streaming-Dienste von Eroshiva. Der hat keine Folgekosten. Black Assassin, da kann ich dich auch käuflich erwerben. Oh Mann. Was wollte ich denn eigentlich gerade? Jetzt habt ihr mich ganz durcheinander gebracht. Ich laufe schon richtig. Hier, ich laufe dieser wunderschönen Linie hinterher. Es dauert halt nur ein bisschen, weil wir echt weit gegangen sind mittlerweile. Ah, jetzt sind wir wirklich da. Drück mal M und such auf der Map, wo du den Esel geparkt hast. Ach, das interessiert dich jetzt, Mercedes. Mich ja auch. Esel, wo bist du? Sieht irgendjemand von euch meinen Ah! Kann es sein? Ist das meiner? Oder ist es einfach nur ein Pferd? Nicht mal ein Esel. Oh nein, ich weiß nicht, wo mein Eselchen ist. Oh Gott, ich glaube, der ist für immer weg. Ich habe den irgendwo hingestellt. Kannst auch Rechtsklick auf das Eselsymbol oben links machen. Wenn du nicht in der Karte bist, ach so. Typisch Esel, packt beim Händler. Okay, dann ist das hier wirklich mein Esel. Okay, dann steht der bei der Handelsaufsicht rum. Das ist doch in Ordnung. Dann müsste ich ihn aber jetzt eigentlich auch rufen können, oder? Nee, ist immer noch zu weit weg. Scheiße. I want to fly like a Esel on the sea. Ich auch. Wieso macht sie denn solche Faxen hier? So. Hier ist eine leckere Tasse Kaffee, extra für dich. Ah, Ifrit. Ifrit gibt wieder leckere Kaffees aus. Ah, hallo Flatcap. Und erstmal einen Kaffee nehmen, oder was? Sehr gut. Läuft sie richtig? Ja. Der steht doch da im Ort. Nein! Also, ja, aber... Aber ich kann ihn nicht rufen. Also, ja, ist halt da hinten. Okay, wir wissen, wo der Esel ist. Wir brauchen den jetzt nicht. Hauptsache, wir haben unseren kleinen, süßen Begleiter dabei. Gott, ist der putzig. Wird der größer mit der Zeit?
Das wäre schon irgendwie niedlich. Okay, wir sind im Gebiet. Lass ihn stehen, ist eh gesünder für ihn. Ja, der stirbt wahrscheinlich jetzt eh bei dem Gemetzel hier. Dann passt es schon. Okay. Es schneit! Ah, wie schön! Okay, nach dem Kampf kann ich dann die Gildeneinladungen noch raushauen, ne? Erinnert mich dran, dass ich nicht vergesse. War das die richtigen? Ich glaub schon. Hans Landender Hut. Das war zu lang und zu kurz. Also, zu langer Name, zu kurzes Aufblinken. Aber vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Haben wir alle? Ah ja. So, dann können wir jetzt wieder Sachen mitnehmen. Ganz toll. Verbalus, bist du zufällig da? Ich glaube, der Mod ist gerade nicht da. Muss ich mich selber kümmern. Sekunde. Bam, bam, bam. Bist du mit deiner Meinung allein? Oh. Dankeschön. So. Ach so, jetzt wollte ich schon mein CD gerade aufnehmen. Ja, furchtbar, so Stänkerer. Da fällt es immer gar nicht so auf, wenn mal kein Mod da ist, weil das so selten bei mir Gott sei Dank vorkommt. Aber das sind so Leute, die haben halt nichts Besseres zu tun. Die suchen sich dann irgendwelche Streamer und dann müssen sie ein bisschen rumstänkern. Dann werden sie rausgeschmissen, dann gehen sie in den nächsten und machen das halt die ganze Zeit. Wollen halt wissen, was passiert oder wie weit sie kommen. Oder ich weiß eigentlich gar nicht genau was, ehrlich gesagt. Und vor allem, wie kann der bitte was riechen, ja? Guck mal, die ist ja schon total eingeschneit. Ach, wie witzig. Du hast das dabei Feppen vergessen? Was? Das Tu wird groß geschrieben und ich glaube, du hast die Schule verpasst. Ja. Sind, glaube ich, auch häufig so Kiddies, die das halt lustig und cool finden. Ne? Ja, oder so. Keine Ahnung. Ich hab's noch nie verstanden. Ich hab's noch nie verstanden. Aber hey, wenn's den Leuten Spaß macht. Ich stehe ihnen nicht im Wege. Ich schmeiß sie dann nur raus. Okay. Wir müssen, glaube ich, in den gelben Kreis, gell? Da ist zumindest was orange. Da ist Ur. Kann ich da so rüberspringen? Hui. Ah ja. Einmal, das war relativ am Anfang noch, als ich im Streamen angefangen habe, da kam eine ganze Gruppe und ich habe ein Horrorspiel gespielt und hat halt irgendwelche Beleidigungen in den Chat geschrieben.
Und es war, glaube ich, kein Mod da. Und ich wusste in dem Moment erstmal gar nicht, was ich machen soll. Das war so, oh Gott, es gibt auch gemeine Menschen. Was tue ich jetzt? Und ich war dann ein bisschen verwirrt, weil ich halt noch gar nicht wusste, was man dann überhaupt selber machen kann. Wie das funktioniert, die dann irgendwie zu kicken oder ein Timeout oder so zu machen. Ich habe halt überhaupt nicht mit sowas gerechnet, ja. Ich habe gedacht, ich spiele halt jetzt einfach und quatsch mit euch. So. Für mich ist das Glas halt immer halb voll. Und dann war das halt echt so eine Gruppe von 5 oder 6 Leuten, die da so zugespammt haben. Ich in einem Horrorspiel und gedacht, oh Scheiße, was machst du jetzt? Und dann hatte ich total Panik. Genau, ich hatte, glaube ich, noch gar keinen Mod zu dem Zeitpunkt. Und der Verbalus war da und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir helfen kann, weil der Verbalus einfach zu dem Zeitpunkt, ich hatte eben gerade ganz frisch angefangen und bei den paar Malen, wo ich gestreamt habe, war er halt immer da. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er Bock hat, Mod zu machen, um mir zu helfen. Und dann hat er sofort gesagt, klar, kein Problem. Und so ist eigentlich auch die Geschichte wirklich entstanden, wie der Verbalus Mod geworden ist. Also wirklich eigentlich aus der Not heraus. Und er hat das dann auch echt super gleich gemacht. Und ich so, oh, was mache ich denn jetzt nur? Oh Gott, Hilfe! Und oh, wieso sind die so gemein? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, aber es ist halt echt, du darfst sowas gar nicht auf dich irgendwie beziehen. Es sind einfach nur Idioten, die rumstenkern wollen. Denen es Spaß macht. Mittlerweile weiß ich das, aber damals, da war das schon so ein bisschen so, oh Gott. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Aber ich glaube, das geht jedem so, wenn er das erste Mal so erlebt. Könnte ich mir schon vorstellen. Muss ich jetzt in diesem gelben Kreis bleiben oder darf ich auch außen rumlaufen? Mach mal ein bisschen Licht an. So. Mittlerweile lasse ich sogar, wenn ich alleine bin, würde ich sowas einfach auch kurz stehen lassen. Ja. Erzähl mal. Also kriege ich halt keine Panik mehr. Dass ich das Spiel jetzt irgendwie, dass ich da jetzt raus muss, um da irgendwas zu tun. So, einen Banner müssen wir noch kaputt machen. Der müsste ja eigentlich auch hier irgendwo sein. Ah, ich glaube, das ist einer. Kann es sein? Ja. Und dann noch Steinstatuen. 5 Stück. Ich mach sie intellektuell runter. Doch, intellektuell. Eben, das denke ich mir dann auch. Ich habe so viele nette Leute im Chat. Wenn die echt Lust haben, das zu versuchen. Ich finde die Kiddies doof, die versauen den ganzen Buch der Jugend und stehen alle immer so da. Ja. Es ist halt schon traurig. Ich meine... Ja, also es sind, denke ich, meistens wirklich einfach irgendwelche Kiddies, die sich halt denken, sie sind so cool und was sie sich trauen und so. Aber wenn ich vorhin stehen würde, würden sie das nie mir ins Gesicht sagen. Das ist halt auch, man kann sich halt so schön hinter der Tastatur und dem Monitor verstecken, gell? Ich bin Erzieherin und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und, da ist es dann doch nochmal... Also da kann ich das vielleicht auch so ein bisschen... Ja, nicht verstehen, aber ich weiß, wie die halt so ticken. Viele. Ja, ihr wisst, wie ich meine, ne? Und wenn es ein Erwachsener ist, dann ist es einfach nur peinlich. Bei einem Kitty denke ich mir, ah, oh nein, red halt. Wo sind denn diese verdammten Steinstatuen? Ich krieg die Krise. Warte mal, da ist doch was Gelbes. Ach, so sehen die aus. Das war für mich keine Steinstatue, das war eine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Egal wie alt die sind, wenn sie sowas nötig haben, kann es mit der geistigen Reife nicht weit her sein. Ja. Ich, ja.
Ja, aber bei Kindern kann ich es noch irgendwo. Also da weiß ich halt, was es ist so. Warum die jetzt meinen müssen, sich vielleicht was beweisen zu müssen. Ja? Bei einem Erwachsenen, das ist halt einfach nur noch Dummheit. Der sollte das schon besser wissen als ein Kind. Dass vielleicht, keine Ahnung, in der Gruppe da sitzt mit anderen, die sagen, jetzt schreib das mal, das ist voll cool. Ist ja nicht. Einfach nur die gelben Punkte hauen. Auch wenn die weiter weg sind von dem großen gelben Punkt. Okay. Zum Beispiel, ich bin nicht so, wenn man aber mein Alter hört, macht man sich auch Vorteile, obwohl ich nicht mal so bin. Was? Wie alt bist du denn? Da ist der gelbe Punkt. Ich habe ihn gefunden. Jetzt finde ich nur keinen gelben Punkt mehr. Ah, wir brauchen aber noch drei. Der große Gelbe zeigt mir nur das Gebiet an. Ach so, also das kann auch hier noch weiter außerhalb sein. Ich verstehe. Ah, ich habe einen gefunden. Black Assassina, du kannst frei auch suchen, gell? Du darfst auch welche zerstören. Du musst da jetzt nicht irgendwie warten oder. Gott. Hey, das ist meine Statue. Geht weg. Meins. Hier sind gleich drei Stück. Ah, voll gut. Jungs, sagen wir, ich habe die Eins noch davor. Jung, nicht Jungs. Du hast die Eins noch davor, dann bist du 11. Oder 10. Na, ich tippe mal, wenn du sagst noch, dass du 19 bist. Guck mal, hier sind ganz viele. Oh Mann, ich bin einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Hier ist noch eine. Und das war's dann eh schon. Sehr gut. So, zwei Sachen abgeschlossen direkt. Perfekt. Ich finde das ja cool, dass man so eingeschneit ist auch. Ja, dann können wir eigentlich direkt loslaufen. Und. Oh, wie sie toll läuft. Ach, komm. Warte, ich gehe erstmal hier ein Stück raus. So. Okay. Der schießt auf mich. Das geht doch nicht. So, und jetzt kann ich einen Tee trinken. Ach, guck mal, jetzt haben wir da ja auch Eisteam stehen. Cool. Wow, unglaublich. Es ist wie ein Lichtstrahl auf mir. Ah ja. Werdet ihr vorgeben, an Gott zu glauben? Ah, das hatten wir ja schon. Quest, geheimes Dokument der Kultisten. Ich habe mir die Befehle angesehen und sie sind ein großes Problem. Dort steht ein Satz über den Blutaltar. Es gibt sicher einen Grund, warum die Magier seltsame Zauber benutzen. Könnt ihr mir noch einmal helfen? Ich bin mir sicher, dass ihr ein Zauberbuch verwenden. Wenn ihr es finden könnt, bringt es bitte zu mir. Okay, dann machen wir. Don't waste your time with false beliefs. Okay. Und das andere möchte ich auch gerne noch zurückbringen. Oder ist es zu weit weg? Dann machen wir das später. Oh, das ist schon ganz schön. Obwohl, nee, so weit ist es gar nicht. Ja, gut. Passt. Können wir machen. Ich habe die Quest schon fertig. Ich sehe den Schoß nicht? Welchen Schoß? Nimm die vom Zwerg noch an. Ich habe die doch angenommen. Warte mal. Zwerg? Schauen wir dann. Schauen wir dann. Das passt schon. Ich habe genug zu tun, denke ich. Okay, dann schauen wir jetzt einmal wegen der Gilde. Während die nämlich läuft.
So, Gildeninfo. Eisteam von Pandemonium. Größe klein, Schutz 0 von 3, Gildenpunkte Besatzer. Mhm. Motto des Tages. So, und wie kann ich euch jetzt einladen? Geld sammeln. Aha. Okay. Derzeit führt ihr keine Mission aus. Gildentalent. Oh Gott. Da habe ich mir ja was gedacht. Gildenmitglied anheuern. Hä, wieso sollte ich denn die Leute nehmen? Ich kenne die doch gar nicht. Ich kenne die doch gar nicht. Oh, ein Gildenwappen können wir machen. Cool. Kriegserklärung. Oh Gott, nein, 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 das passt schon. Neben der Else eben steht noch einer Spaß, der hin und her gerenne. Ja. Stell dich vor, Black, und drück F5. Okay. Das geht nicht. Aha. Wir sind in keiner sicheren Zone. Es geht wohl nicht. Maus entbinden. Die Maus ist entbunden. Aber es geht trotzdem nicht. Ups. Is it here? No. Ach so, ich brauche die Maus. Habe ich es hier fallen gelassen? Wo war es noch gleich? Ich kann mich nicht erinnern. Wo ist er hin? Ah, ich suche nach einem Wagen, aber ich kann ihn nicht finden. Das sind meine ganzen Habseligkeiten. Der Wagen muss am Kloster vorbeigefahren sein. Ich glaube nicht, dass ich ihn alleine ausfindig machen kann. Werdet ihr den Wagen für mich suchen? Na gut. Dann probieren wir es nochmal mit der Maus. Ich hatte verstanden, ohne Maus, aber okay. Ah, Gildeneinladung, F5. Ah, der Anstellungsvertrag der Gilde. Aha. Vertragsdauer 0, 1, 7, 14, 30. Und nach 30 Tagen bist du nicht mehr in der Gilde? Das ist doch total blöd. Was? Ich muss dir Geld bezahlen? Nee, ich kann euch doch allen nicht Geld bezahlen dafür, dass ihr in die Gilde geht. Nee, 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 das geht nicht. So viel Geld habe ich jetzt auch wieder nicht, dass ich euch dafür bezahlen kann. Und wo ist der Heini hin? Oh, scheiße. So, jetzt müssen wir mal Licht machen. Es wird auf einmal schon wieder so dunkel. Ich glaube, dann brauchen wir doch einen Clan. Dafür macht ihr Missionen. Aber ich will gar keine Mission mit Gilden machen. Ich wollte einfach nur eine Gilde haben, wo ihr alle rein könnt. Ich glaube, dann muss ich einen Clan machen. Ups. Scheiße. Und der Typ ist auch nicht da. Wo ist der? Ist der schlafen gegangen, weil es dunkel ist oder was? Jetzt bin ich extra hergelaufen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Deshalb ist es nicht ratsam, als Anfänger eine Gilde zu gründen. Ja, ich wollte ja auch einfach nur was haben, wo alle reingehen können. Einfach unser Eisteam. Oh je.